Rezo-Beichten-Level, wirklich Rezo-Beichten. Gänsehaut habe ich. Was eine Idee, aber da muss er erstmal drauf kommen. Dem Zahl ist jetzt heim. Nein, es fängt schon wieder an. Wieder mit dem Kampf. Heute alles scheiße. Es ist Beichtenzeit. Beichten ist entweder gruselig oder cool. Ich bin gespannt, was von den beiden Sachen es heute ist. Ich beichte, dass ich damals bei der Abi-Mathe-Klausur durch AirPods beschissen habe. Hatte eine Mütze angehabt und habe ich extra in der Aula in die Mitte gesetzt. Weniger auffällig, dass ich die Fragen ins Mikrofon flüstern konnte. Nee, das geht bei uns nicht. Das wäre bei uns nicht gegangen. Also, das wäre bei uns auch niemals gegangen. Ich habe das schon mal im Stream erzählt. Ich habe einfach kompletten Militärstrakt als Schule gehabt. So. Also du musstest dich abmelden und anmelden, wenn du zur Toilette gegangen bist. Vor den Toiletten saßen Lehrer, die das Ganze auch noch kontrolliert haben. Davor wurden die Toiletten auch alle von innen und außen kontrolliert. Und dann das wurde war bei uns Zeit, auch. Das wurde auch kontrolliert. Genau, die Zeit wurde genommen. Dann war es so, dass du keine Mäppchen mitnehmen durftest, sondern musste alles Klarsichthülle sein. Du durftest keine Getränke nehmen mit Etikett. Okay, musste auch alles klar sein. Das ist sehr krass. Wenn du kein Handy hattest, haben die Lehrer angerufen bei den Eltern, um sicherzugehen, dass du kein Handy hast. Das ist heftig. Nee, das hat so krass hatten wir es nicht, nee. Ich, die wäre 17, beichte, dass ich mal meine Mützen im Zimmer meiner Mama gesucht habe. Dabei bin ich sämtliche Kisten in ihrem Kallax-Regal durchgegangen. Natürlich habe ich leider was sehr Verstörendes gefunden. Oh. Zwei Techtelmechtel-Spielsachen, welche jedoch zu dem Zeitpunkt nicht funktionierten. Wieso, dass sie nicht funktionierten? Ich habe natürlich direkt alles wieder verstanden. Und hab dann noch einen Monat wieder die Spielsachen gefunden. Diesmal aber haben sie funktioniert. Why do you know that? Meine erste Intuition war es, dieses Spielzeug gründlich zu reinigen und mit einem Kondom zu testen. Gott sei Dank bin ich zu Sinn gekommen und habe es dann doch gelassen. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Die Beichten sind so schlimm heute. Holy fucking shit. Aber das ist wirklich eine Beichte. Aber holy fucking shit. Was, das wurde jedes Mal so ein bisschen schlimmer. Es war so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Am Ende hat es nochmal eine kurze Wendung gehabt. Weißt du, es war alles so schlimm, dass das Ende schon wieder beruhigend war, als es dann so ein bisschen zu Sinnen gekommen ist. Rezo-Beichten-Level, wirklich Rezo-Beichten. Gänsehaut habe ich, Gänsehaut. Ich W13 beichte, dass ich in der 3. Klasse dabei erwischt wurde, wie ich einer meiner besten Freunde die Nintendo Switch aus der Tasche geklaut habe, weil meine Eltern es sich nicht leisten konnten und ich sie unbedingt haben wollte. Alle meine Freunde haben sich dann jeden Tag über mich lustig gemacht, oh nein, und haben nicht mehr mit mir geredet und nach ein paar Wochen war wieder alles gut. Na, immerhin. Du, ich habe auch schon geklaut. Ich habe aber im Kindergarten geklaut. Was hast du da geklaut? Schnuller? Nee, im Kindergarten hatten Leute manchmal so Spielzeug und so in diesen Fächern da drin. Und dann bin ich reingelaufen und habe mich einfach mal umgeguckt und habe geguckt, was ich schön fand. Und das habe ich dann mitgenommen. Ich wurde erwischt, by the way. Ich wurde erwischt und musste alles wieder zurücklegen. Ich will das nicht erzählen. Ich will das nicht erzählen. Hört auf. Lass uns bitte weitergehen. Was? Meine Mutter hat einen Friseurladen und deswegen waren immer ganz viele Kinder da von irgendwelchen Kundinnen. Und ich hab's gehasst, mit denen immer zu spielen. Meine Mutter war immer so, oh, guck mal, ihr seid gleich alt, spielt doch mal. Und ich war immer so, will ich nicht. Dann habe ich mit denen gespielt und meine Nummer 1 Sache, was ich mit Leuten gemacht habe, auf die ich keinen Bock hatte, war DS zu spielen. Weil da musst du nicht mit denen reden und es ist ein easy way to go. Und dann hatte ein Mädchen so ein Pferdespiel mit dabei und dann hat die dieses Drecksspiel gespielt, dann ist sie nach Hause gegangen, hat das Spiel liegen lassen. Dann habe ich das Spiel weitergespielt, weil ich es mir angucken wollte und habe es dann aus Versehen auch so ein bisschen durchgespielt. Und dann aus Versehen durchgespielt. Kam sie halt wieder, weil sie das Spiel wieder haben wollte nach ein paar Tagen. Ich wollte es eigentlich nicht klauen, aber mir war das so unangenehm, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Also habe ich das Spiel unter dem Teppich versteckt gehabt erst. Dann dachte ich mir, okay, das ist voll das schlechte Versteck. Dann findet sie es vielleicht. Und dann habe ich als, wo ich mir dachte, das ist ein guter Weg, habe ich das Spiel dann in meiner Unterhose versteckt. Und dann dachte ich mir aber, was ist, wenn sie das dort findet? Also habe ich das Spiel im Garten vergraben. Aber damit, falls sie das im Garten findet, habe ich vorher noch auf das Spiel draufgebissen, dass, falls sie es findet, im Garten vergraben, dass sie dann denkt, dass es der Hund war und nicht ich. Das ist aber gut durchdacht. Also ja, mega gut durchdacht. Ich schwöre, das ist so Type of Beichte. Wenn die hier drin wäre, würden alle sagen, ja, ja, genau das ist passiert. Ich beichte, dass wir mit 12, 13 Jahren in unserem Fußballverein sehr lustig fanden, jemanden von hinten anzupissen, wenn derjenige mit dem Kopf zur Wand hingeduscht hat. Das ist dann irgendwann ein bisschen eskaliert und alle haben sich gegenseitig angepisst. Ah, ey, ich weiß nicht. Nachhinein sehr eklig und fragwürdig, warum wir das so witzig fanden.
Ich glaube auch einfach 12, 13 ist ein schwieriges Alter. Alles, was wir hier lesen, ist M, 12, 13. Wir haben uns angepisst und alles Sonstiges gemacht. Obwohl mein Highlight, glaube ich, immer noch divers 17 mit den Spielzeugen von der Mutter ist. Wirklich, das finde ich auch, also das ist immer noch, das ist ganz schlimm in meinem Kopf immer noch. Ja. Ich mag meinen Erzeuger nicht besonders und als ich klein war, habe ich mir seine Zahnbürste in den Arsch gesteckt und da war auch ein bisschen dran, habe sie dann abgewaschen, sodass man es nicht mehr sieht, habe sie zurückgestellt und nach kurzer Zeit wurde er dann krank, nichts Schlimmes, aber was es war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Was eine Idee, aber da muss er erstmal drauf kommen, dem Zahn ist jetzt heim. Weiß ich nicht, ist ein bisschen gemein, wa? Aber keine Ahnung. Kann ich glaube, wir hatten noch nie so schlimme Beichten wie heute. Ich bin gar nicht mal so überrascht. Ich sitze hier so, ich bin so, oh ja, das Internet, ne? Du machst uns immer mit Rezo Beichten, right? Ja. Dann ist das ganz normal, das, was wir hier gerade haben, wirklich. Das stimmt, ich bin so, ach, ist das so schlimm? Oh, so Klassiker eigentlich, ne? Ich, weiblich 14, habe letztens das alte Handy meiner Mutter bekommen. Okay, sie hat das aber nicht zurückgesetzt. Da waren noch viele alte Bilder und Chatverläufe drauf. Neugierig wie ich bin, lese ich mir einiges durch, bis ich einen Chat fand, in dem sie mit dem Mann von einer ihren Freundinnen geschrieben hat. Er hat sie mit so ganz unangenehmen Anmachsprüchen angeschrieben und gesagt, dass er gleich vorbeikommt. Das hat er 2015 geschrieben und seit ca. 2017 hat meine Mutter keinen Kontakt mehr zu ihrer Freundin. Ich bin extremst geschockt, was für eine Bitch meine Mutter ist und weiß nicht, wie ich mir ihr gegenüber verhalten soll. Also hat die Mutter wahrscheinlich den Freund von der, oder den Mann von der Freundin ausgespannt. Sorry, ich lache, dieses, was für eine Bitch meine Mutter ist. Deswegen nie, also ich weiß auch, ganz dunkle Zeit in meinem Leben war, als ich irgendwas bei der Apple-ID umgestellt hatte und dann meine Mutter und ich die gleiche Apple-ID hatten und durch die Cloud sich die Fotos gesynkt hatten. Da war auch mein Leben kurz an mir vorbeigezogen auch. Ich hatte, glaube ich, Glück, weil da nichts Schlimmes auf meinem Handy war. Aber meine Mutter hat mir das auch so ein Ticken zu spät auch gesagt. Also, wie lange sind denn meine Bilder schon auf deinem Handy? Ja, jetzt erst seit jetzt gerade in dem Moment eigentlich. Ja. Deswegen passt auf, wenn ihr Apple-IDs habt, dann gebt eurer Mutter nicht die selber Apple-ID. Die ist nicht gut. Ich, männlich 18, beichte, dass ich mit meinem Freund mal aus dem Kindergarten ausgebrochen bin, als wir so 4, 5 waren und wir 2 Stunden oder so in der Gegend rumgelaufen sind. Oh mein Gott. Ich bin auch schon aus dem Kindergarten ausgebrochen. Also. Oh mein Gott, wie gefährlich. Bis wir gefunden wurden. Mein Vater hatte den Riegel mit Kindersicherung für die Gartentür eingebaut und mir zeigt, wie man den öffnet. Oh. Nee, ich bin einfach auch mal abgehauen aus dem Kindergarten. War so unterwegs und bin dann wieder zurückgekommen. Das ist richtige Rebelle, wirklich. Ich wollte mal von zu Hause abhauen, weil ich sauer war auf meine Mutter. Habe ich ganz klischeehaft so einen Stab genommen und mir so ein Ding hinten dran gebunden, meine Schlafpuppe mitgenommen. Es war so ein Kuscheltier, was ich hatte. Yeah. Und dann bin ich, glaube ich, 10 Meter rausgelaufen. Und dann habe ich da gewartet. Ich, W15, beichte, dass ich Anfang diesen Jahres, also mit 14, denselben Crush wie meine gute Freundin hatte. Sie wusste dies jedoch nicht. Da ich aber wusste, dass er nicht auf meine Freundin steht, sondern auf mich, habe ich angefangen. Wieso ist da ein Punkt? Da ich nicht wusste, Komma, dass das ein Leerzeichen zu viel, er nicht auf meine Freundin steht, Komma, sondern auf mich, Komma, habe ich angefangen. Angefangen mit ihm täglich zu, das eine Letterste zu viel, schreiben und sich zu treffen. Fazit, wir waren ein paar Monate zusammen, habe mich dann aber von ihm getrennt, weil er toxic mit keinem Tee war. Sie und ich sind wieder Freunde. Immer ein gutes Ende. Ja, der Punkt hier hat auch nichts zu suchen, hier der Punkt. Na, dann muss den auch klein danach. Ne? Ich wäre 18 beichte, dass ich mich mal zu Hause ausgesperrt habe, weil ich noch mit einem Typen war und dann in der Garage im Garten übernachtet habe, weil meine Eltern davon nichts wussten. Nachts musste ich dann plötzlich... Oh nein, es fängt schon wieder an! Wieder mit dem Kacken. Heute alles scheiße. Wir brauchen Windeln. Nachts musste ich dann plötzlich groß und habe keine andere Möglichkeit gesehen, als auf den Kompost im Garten zu lassen und als Erde zu tarnen. Am nächsten Morgen haben mich meine Eltern komisch angeguckt. Na, ich glaube nicht, dass sie das gemerkt haben, oder? Wenn es mitten in der Nacht war, als ob die genau da rausschauen. Aber wenn, dann wäre... Also das wäre schon mies peinlich. Ja, aber die haben das vielleicht gerochen, so? Ich habe mal die Schwester von meiner Freundin... Gebeamt. Während die ganze Familie im Haus war, im Bett von meiner Freundin. Haha, Mensch, da bin ich meiner Freundin fremdgegangen mit ihrer Schwester. Haha, richtig lustig. Das passt perfekt als letzte Beichte hier des heutigen Tages. Ich pinkel manchmal in Becher, wenn ich zu faul bin, ins Bad zu gehen. Schön. Das ist viel stressiger, diesen Becher auch zu treffen und alles Mögliche, statt einfach ins Bad zu gehen. Ich glaube, für den Typen ist es vielleicht gar nicht mal so anstrengend. Aber dann steht da ein Becher voll Pisse.
Da gehe ich lieber aufs Klo. Wieso sehe ich gerade im Chat einerseits Hugo Beichte? Welcher Hugo und warum? Und wieso lese ich auch im Chat, das hat doch jeder schon mal gemacht, oder? Oh. Möchtet ihr mir diese zwei Sachen einmal erklären? Alright, Masa, das war mir ein großes Vergnügen. Das war sehr lustig. Meine Mut ist auch wieder perfekt. Ja, wir haben die Mut hochbekommen mit dem Beichten. So Rezo-Type-Beichten heute, schön. Aber damit habt ihr jetzt eure Beichten abgegeben und könnt jetzt clean in das Jahr 2023 starten. Das stimmt. Bis dann. Tschüss. Bye. Bye.